Ich war auch etwas langsam, glaube ich. Aber gut, bevor ich nichts. Müssen wir jetzt halt ein bisschen schneller sein. Wenn ich das mit dem Feuer jetzt gleich machen kann, ist sowieso. Bellas, die Orks achten Stärke. Stammen sie von einem Graug, einem Häuptling oder einem Ring. Doch in Mordor macht Stärke einen Ort zu einem verlockenden Ziel. Scheiße. 86. Ach komm, das versuchen wir später nochmal. Es eilt ja nicht, es eilt ja nicht. Wichtiger als bloße Kraft ist die Fähigkeit, sie zu führen. Ja, halt die Backen. Auf so Sprüche kann ich direkt verzichten. Was ist denn das? Das ist das Bellas jetzt, oder? Ja. Das auch? Nee, Marbat. Marbat. Wieso ist denn jetzt? Achso, warte mal. Muss ich gerade mal gucken. Hier oben ist halt noch ziemlich viel. Da ist immer noch die Kankra-Dings. Gehen wir jetzt mal hier hin. Wenn es nicht die eigene ist. Dieses Baumding, das muss brennen. Schleicht hier jemand herum? Ui. Na, dann würde ich sagen, geht mal ein paar Orks killen, Jungs. Ich gehe dann schon mal eine Zeit weiter. Ihr braucht mich ja hier nicht mehr. Wenn ihr das Nagerabschaum so am Herzen liegt, dann geh mit ihnen Steine klopfen.
Oh, mittendrin da, oder was? Manche betrachten ihn lediglich als Zierde, Schmuck für den Finger. Doch dieser Ring kennzeichnet seine Träger als Herrscher Gondors aus der Linie der Hammerseer und die Verzierungen formen ein Siegel, das Briefe ziert wie eine Unterschrift. Dieser Ring ist vielleicht das Einzige, was von Hammerseers Linie bleibt. Ich weiß, dass sie beim Fall Minas Ithils ausgelöscht wurde. Ein symbolträchtiger Ring ist viel mächtiger als einfacher Schmuck. Der ist schön. Bisschen protzig, aber schön. Gut. So. Was haben wir denn hier noch? Karagor Raubzug. Wir versuchen uns nochmal an dem Mabat, würde ich sagen. Otter. Oder wollen wir hier weiter hochgehen? Ich weiß es doch nicht. Das ist auch geil. Das ist wieder hier das Online-Blutrache. Da oben müssen wir auch noch rein. Oh Mann. Wisst ihr was? Wir machen mal den Auftritt. Wir müssen in den Karmenwald. Mich ruft etwas. Es sollten nicht alle Rufe beantwortet werden, Talion. Dafür haben sie sicher keine Verwendung mehr. Wo gehe ich denn jetzt am besten raus? Ich glaube hier, oder? Hier ist Wimmel zwar alles voller Karagors, aber das ist mir jetzt gerade wurscht. Die sind eben. Ach, die sind eingesperrt. Dann ist eh okay. Habe ich da gerade etwas gehört? So. Kleiner Zwischensnack. Wow. Der ist auch schick. Level 11, Janek Hammerfaust. Den markiere ich mir mal. Du weißt, was wir hier drin finden, oder? So gut man es wissen kann. Ich zeige dir, wie man es wahrnimmt. Ja. Einen Namen erinnert man sich gleich. Und nochmal! Nichts nutzigen Tölpel! Hast du das gehört? Geht! Dort oben! Doch, da eben! Hier haben wir noch einen. Dann haben wir sie ja fast alle bald. Aber kann ich den auch schon? Ja. Tarz Speermeister. Okay.
Brutale Natur, seltsame Musik zieht dich in die Wälder Nurns. Es wird Zeit, ihrem Ruf zu folgen. Na, dann schauen wir mal, welcher Heavy Metal mich ruft. Es jagt uns! Welche Kreatur sucht diesen Wald heim? Oh, Karnen ist keine Kreatur. Sie ist die Natur selbst. Sie ruft uns. Talion, wir müssen mit Vorsicht voranschreiten. Ja! Lass es enden! Ja, lass mich enden! Komm zurück! Bring es gefälligst zu Ende! Ich mach dich kalt! Komm her! Na, nicht du! Hab Gnade, Waldläufer! Lass mich hier! Na dann. Grubenbiester zu Hunderten. Komm hervor und zeige dich! Heraus aus der Grube. Geknechtet sind Flüsse wie Bäume. Ist das hier Evil Dead oder was? Ich nehme an, das ist das Werk von Karnen. Dies ist der Wald von Karnen, und sie schützt ihn mit der geballten Macht der Natur. Dieser Wald ist in gleichem Maß von Tod wie von Leben erfüllt. Sie sind untrennbar verbunden. Das ist Karnen. Du hast keine Ahnung, wo du hier reingeraten bist. Hier kommst du nicht lebendig raus. Oder tot. Naja, das werden wir noch sehen, aber... Die Gule, sie ist alles. Nähren werdet ihr 1000 Mäuler. Warum greifen diese Bestien uns nicht an? Sie hören ihr Lied. Sie sind ein Teil von ihr, so wie sie einer von ihnen ist. Doch sie schützen sich. Sie beobachtet uns. Nein, sie ruft uns zu sich. Diese Carmen war nicht untätig. Schneid mich los, Tag. Wir... So, was weißt du noch? Sie ist der Baum! Sie ist der Baum! Der Geist Karnens ist Baum und Biest, Zahn und Klaue, Wurzel und Speer. Na, das war vorher aber nicht hier. Die Fäulnis, deine Knospen, wächst du oder welkst du? Nein. Ein lebloses Biest bist du, doch nein, du stirbst und stirbst. Nicht leblos, sondern untot.
vom Fleisch heimgesucht. Talion, wir können sie nicht besiegen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Leg dein Schwert hin und knie nieder. Niemals knie ich vor diesem Ding. Zahn und Klaue bringen Heilung. Verletzt sich die überhaupt? Hüterin der Wildnis, Karnen! Wem rufst du dazu? Alter. Geht's noch? Elementargrauks. Verfügen über verheerende Elementargriffe und sind immun gegen Angriffe mit ihrem eigenen Element. Schieße den brüllenden Krauk mit einem aufgeladenen Schuss in den Kopf, um ihn zu betäuben. Alte Wunden neu geöffnet, jetzt bluten wir. Alter! Nein, was machst du? Alter. Ja, genau. War ja klar. Das ist dann also auch die Natur? In all ihrem Zorn. Kannst du sie bitten aufzuhören? Der Wind lässt nicht mit sich reden.
Komm her, du Drecksvieh. Na also, geht doch. Oh. So, jetzt aber gut, oder? Mir scheint, als ob diese Karnen gar nicht so mächtig sind. Falsch gedacht. Na super. Entfesselt, um wieder und wieder aufzuerstehen in ein Loch mit dir. Was haben wir entfesselt? Das Leid der Wälder. Den Schrei der Flüsse. Großer Geist von Karnen. Klage nicht, schweig still! Ihr erweckte Targoroth in tiefster Kluft vergraben. Was? Des dunklen Herrschers Auge. Es nährt seine Flammen. Eure Schmiede, das Zündholz für die nahenden Feuer. Brennt ihr, brennen wir. Ein Feuer für alle wird es sein. Was haben wir erweckt? Untod! Ringschmied! Deine Schmiede sinkt! Ein Riss zieht durchs Land. Feuer erweckt von kaltem Ring. Wir folgten deinem Ruf. Wir wollen helfen. Oh, das werdet ihr. Du, ein untotes Biest. Du, vom Fleisch heimgesucht. Wir finden Targoroth. Geht jetzt! Der Balrog wartet. Er erwacht in Schicksalsschatten. Kämpft Balrog. Und sterbt und erwacht zu neuem Kampf. Bald und bald. Ein Balrog. Tod bezwingt. Den haben doch garantiert die Zwerge wieder ausgegraben, oder? In ihrer Gier haben sie zu tief gegraben. Okay. Mir scheint, der Ring hat mehr geweckt als nur Sauron. Ja, wir müssen nach Gorgoroth und uns um diesen Balrog kümmern. Ja, super. Da habe ich ja Bock drauf, ey. Oh, Mann. Was ein Kack. So, ich würde sagen... Ja, wir müssen noch ein bisschen Zeug sammeln. Weil ohne hier Ithilien und so gehe ich nie nach Hause. Aber hier ist auch kein Turm. Warum ist denn hier kein Turm, verdammt? Das ist eine Rennerei da jedes Mal darunter. Warte mal, aber wenn ich hierhin mich porte, dann brauche ich einfach nur hier unten den Weg lang. Das ist nicht schlecht und ich habe nochmal abgespeichert. Das machen wir auch gerade. Ich werde dich finden.